Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder da seid. Jo. Ich bin schon mal hier hingefahren, hab getankt oder angefangen zu tanken. Und dann können wir gleich richtig loslegen. Muss ich bloß hier mal die Leuchte einschalten. Motor erstmal an, ne? Und dann legen wir wieder los. Neues Tag, neuer Tag, ne neues Tag, ja. Neuer Tag, neues Glück. Gucken, was wir heute so zusammenbasteln. Motor ist aus, ja. Ach komm, jetzt ist doch gut. Hä? Ja, ist gut. So, was haben wir? Wie sieht's aus? Umgestöpselt haben wir schon, ne? Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht. Ne, was haben wir? Immer noch keinen. Lass ich aber trotzdem laufen. Sobald Wasser da ist. Ne, ist Wasser da. Ach nee, ist klar. Der Turm ist ja sowieso immer an. Sieht sehr trocken aus. Da bin ich mal gespannt. Also langsam hätte ich nichts dagegen, wenn die Cleanouts besser werden. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu. Ne? Ist einfach zu wenig, was wir im Moment haben. Wo komme ich da runter mit? Ach ja, geht. So schlimm. Nicht die richtige Stelle. So ist besser, glaube ich. Jetzt ist er ganz durch. Na, klasse. Warum immer nur dieselben Teile? Fällt euch was auf? Immer nur dieselben Teile, die kaputt gehen.
Ja. Dann schauen wir mal heute. Ich habe mich ja auf einen neuen Server angemeldet. Ist ein, was heißt, Freund. Ja, ein guter Bekannter. Mit dem habe ich schon auf zwei Servern zusammengespielt. Sehr gut zusammengespielt. Und ja, da sind auch andere Leute, die ich kenne. Und ja, neuer Surfer, neues Glück, oder wie sagt man? Weil da habe ich abgeschlossen. Ich sag mal, ich habe die Tür hinter mir zugeknallt und scheiß drauf. Weg, Ende, Schluss, aus. Brauchen wir gar nicht drüber überlegen. Kommt noch nicht mal in der näheren Auswahl. Da würde ich. Oh, haben wir noch Platz? Ja. Machen wir wenigstens ein bisschen zurück. Also für mich ist die Sache gegessen. Ich habe da abgeschlossen. Ich bin gegangen. Weil das kann ich einfach nicht. Ja, wie soll ich sagen? Vereinnahmen, vereinbaren. Also mit meinem Gewissen vereinbaren. Dass da so ein Schindluder getrieben wird. Wenn die Herren das für gut finden, pff, sollen sie gut finden, bitte. Ich bin nicht darauf angewiesen. Warte, ich muss mal eben mal gucken. Ja, Stecker sind raus. Stecker. Wasser ist immer noch keins da, ne? Nee. Ups. Es war jetzt keine gute Idee, die Handbremse zu drücken. Ach, ich weine dem auch nicht hinterher. Um Gottes Willen. Es war schön, ja, aber dass ich dem jetzt hinterher weinen würde, nee, bestimmt nicht. Die sollen glücklich werden, meinen Segen haben sie. Scheiß drauf, weg damit. Ja, nur ärgerlich ist es halt immer, dann immer wieder ganz von vorne anfangen. Man muss sich erstmal wieder, ja, seinen Platz erkämpfen. Obwohl, da habe ich ja gar keine Probleme mit. Das ist ja das Schlimme. Egal, wo ich war. Ja, und da hier ja eigentlich, ich sag mal, so ein altbekanntes System läuft, schon was wir früher hatten, wie was quasi da, wo ich bei der Polizei war, wird das hier alles so ähnlich gemacht. Quasi wie so ein Déjà-vu ist es. Bin ich mir echt am Überlegen, ob ich nicht zur Polizei gehe. Oder, ich meine, ich hätte da noch eine Idee, so ist es nicht. Ne?
Warum nicht? Wir sind ja nicht dumm. Uns wird es schon mal einfallen. Und wenn uns gar nichts einfällt, ja gut, dann. Dann gehen wir halt wieder. Was soll's? Ich hätte ja noch einen, wo ich spielen könnte. Oder zwei sogar noch. Zusätzlich. Nur bei dem einen, da dauert das jetzt noch. Da bin ich. Aber da sind schon wieder so Sachen, wo ich sage, pff, ja, schön, aber ist es wirklich notwendig? Wären da nicht andere Sachen viel, viel, ja, sinnvoller? Man ist ja schön, dass die eine Feuerwehr einbauen. So mit allen. Aber es wird hier so intensiv an der Feuerwehr rumgebastelt, dass alles andere auf der Strecke bleibt. Und ja, mal ganz ehrlich. Irgendwo. Ja, gibt das für mich keinen Sinn. Da so viel Zeit und Dings reinzulegen, da hätte ich doch lieber den Rest fertig gemacht und hätte doch einen vernünftig laufenden Surfer schon mal. Und hätte das die Grundfunktion fertig gemacht und jetzt die kleinen. Mein Gott, echt. Mein Hund bellt. Aua! Erstmal vor die Ecke. Tut doch auf Dauer weh. Oh, ein Stückchen Schokolade. Lecker. Ich hoffe, ihr hört das, wenn er bellt. Och nö, bitte. Komm, hau ab, Hund, Mensch. Blöder Köter. Muss doch jetzt nicht sein, oder?
Es läuft wieder, ne? Merkt ihr? Ach, wie schön. Warum macht das so viel Spaß mit dem Bagger? Ich weiß nicht, ich mag das total. Also, keine Ahnung. Ja, ich hatte ja schon mal das Vergnügen, dass ich Bagger fahren durfte. Hatte ich ja erzählt, im Bergbau hatten wir auch so einen Mini-Bagger. Kannst du ja natürlich mit dem nicht vergleichen. Das ist einer aus dem Spiel, der andere ist echt. Nein, aber ist natürlich kein großer Bagger, ist zwei verschiedene Welten. Aber er ist halt ein Bagger, der funktioniert genau wie ein Bagger, nur alles ein bisschen kleiner. Quatsch. So. Hä? Wieso Handbremse? Wieso habe ich Handbremse angezogen? Na, egal. Denken wir jetzt nicht drüber nach. Fahren lieber Zicke-Zacke. Da schreiben sie auch schon wieder auf WhatsApp, wie die Wilden. So. Dann würde ich sagen, können wir einen Riemen auf die Orgel schmeißen, oder? Auf die Plätze, fertig, los. So. Müssen wir eigentlich mal einmal rumrennen? Ich muss mal einmal was gucken gehen. Seid mir nicht böse. Hier sind beide an. Wo sind denn die dann angeblich durchgebrannt? Hier sind auch beide an. Und drüben ist nur einer. Der eine war ja sowieso kaputt. Also, von dem her verstehe ich das jetzt nicht, was er mir vorhin angezeigt hat. Ja. Kann man eben gucken, da kann ich mir eine schnell eine drehen. Dresden, ne? Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Gold finden würden. Aber man kann nicht alles haben. Im Grunde genommen läuft es ja schon nicht schlecht. Ja, wir können uns eigentlich nicht beschweren. Wir finden immer Gold. Wir können die Leute be bezahlen. Wir haben Geld für Kraftstoff, wir haben alles da, was wir brauchen. Also können wir uns eigentlich auch nicht beschweren. Die Anlage läuft. Ja,
haben zwar gerade jetzt kein Wasser, aber ist ja egal. Dafür haben wir ja Wasser gespeichert die ganze Zeit. Wir können nicht behaupten, dass es uns schlecht geht. Und ich bin doof. Ich habe verpennt, den Bagger zurückzufahren. Komme ich denn jetzt noch hin und wir gucken, ob ich jetzt hinkomme. Oh, oh, oh. Ist ja kein Thema. Machen wir halt einen Meter zurück. So. Geht doch. Ja, wie viel brauchen wir für den Frankenstein? Was sagte ich? 800.000? Auch mal was, ne? Mit so einem Ding zu arbeiten. Würde ich dann aber nehmen, sobald ich quasi alles mit dem Radlader machen muss. Dann lohnt es sich wirklich. Vorher nicht. Das heißt auf jeden Fall erst Mitte des Jahres, also nächsten Jahres. Denke ich mal. Da vorne, da haben wir noch gut ein halbes Jahr zu tun. Das werden wir diese Saison auch noch nicht wegkriegen. Man kann hier aber auch nicht erkennen, wo zum Beispiel eine goldführende Schicht ist und wo nicht, ne? Nicht wirklich. Und eigentlich ist ja das meiste Gold über dem Grundgestein. Eigentlich da, wo wir jetzt gar nicht hinkommen. Da stellt sich die Frage, wir kratzen zwar oben weg, und da ich die letzten paar Mal ja eigentlich nicht so tief gebaggert habe, liegt es vielleicht daran, dass wir so wenig Gold haben. Versteht, was ich meine? Ich war ja auch teilweise viel, viel, viel tiefer, hab viel tiefer gebuddelt. Wenn man, wenn es nicht immer regnen würde, zum Beispiel da hinten, da bin ich viel tiefer, also neben dem, und jetzt unter der Schippe da hinten, das ganze Stück da, das da, bin ich viel, viel tiefer in die Erde, ins Erdreich. Und hier bin ich ja mehr oberflächlich, ich lasse mehr stehen. Oh. Geht das schon wieder los?
Mir bleibt aber auch nichts erspart. Boah, ist das dunkel geworden. Gut, dass wir hier überall ein bisschen Licht haben. Ja, ich glaube, da oben haben wir gar kein Licht. Wie? Doch, ein bisschen Licht haben wir. Dann haben wir aber gleich wieder Wasser. Das ist schon viel wert. Kaum redet man von Teufel, steht er vor der Tür, ne? Kriegen wir den noch voll? Ja, den machen wir noch schnell voll, ne? Komm, gib mal Gas, Herr Jürgen. Dann kriegen wir es auch hin. Ich muss. Was ist es? Vielleicht müssen wir nur ein bisschen tiefer buddeln, dass wir mehr Gold kriegen. Das ist ja hauptsächlich über dem Grundgestein, das heißt an der tiefsten Stelle. Da kommen wir ja jetzt nicht runter. Oberflächlich ist nicht so viel. Da könnte man hingehen und mit einem Dings, ne? Mit einer Raupe das wegschieben. Damit wir tief runterkommen. So ist es eigentlich auch gedacht. Und das, was wir machen, ist ja eigentlich schon fast falsch. Von oben wegbuddeln und unten alles liegen lassen. Aber leider ist es so, dass du das unten kannst du nicht so schön gerade machen, dass du dann irgendwann mit dem Bagger da drüber fahren kannst. Das ist leider nicht so. Das geht leider nicht so gut. Nähern wir uns doch schon langsam dem Ende. Kommen wir noch gut hin mit der Zeit.
Würde ich sagen, ne? Gut. Motor aus. Und dann. Jo. Auf geht's. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt mir treu, bleibt gesund. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin. Bye bye.